Ich möchte gerne so ein bisschen ein Cape nähen mal für Charlotte. Ein Rotkäppchen-Cape. Ein Rotkäppchen oder ein Graukäppchen-Cape in dem Fall. Seht ihr das alle? Kann man das erkennen, so hier mit Bändchen? Leg's mal auf den Tisch, dann schaut das nämlich ganz hübsch aus. Also an mir nicht, aber auf dem Tisch schon. Ja, ist ja auch für kleine Kinder. Ja, ich weiß. Nicht für große Schwangere. So. Ja, hier habe ich jetzt wieder unseren Joggingstoff genommen, weil ich den einfach wunderschön finde. Er geht natürlich auch wunderbar in einem Vlies oder flauschigen Stoff, Wollstoff. Du kannst hier entweder mit einer Schleife arbeiten. Wenn du möchtest, lässt du die weg. Und nee, das finde ich mit der Schleife schon. Machst hier auch einen Druckknopf hin, also das ist auch möglich. Aber okay. Schleife ist Wie viele ist Arbeitsschritte? Und, weil das sieht nämlich einfach aus. Das ist auch einfach. Das ist nämlich nur ein Rückenteil, zwei Vorderteile und die Kapuze, die aneinander genäht werden müssen. Und dann müssen wir noch die Schlaufe reinpacken und aus die Maus. Also, ja, das war's dann schon. Alles irgendwie noch. Tschüss. Das ist machbar. Nicht gleich hinlegen. So. Ja, wir haben jetzt hier unser Rückenteil, was wir an das Vorderteil nähen. Rechts und zwar auf rechts. An den Schultern nähen. Genau. Hast du jetzt so einen ganz dünnen Wollstoff oder weichen Wollstoff, dann würde ich jetzt hier noch ein Formband mit einnähen, dass die Schulternaht sich jetzt nicht verzieht. Das ist Schritt 1. Dann habe ich jetzt hier schon mal zwei Bänder vorbereitet. Im Prinzip ist wie mit allen unseren Bändern, du bügelst sie einmal um. Ich kann das hier nochmal schön zeigen. Dann bügelst du die hier, die langen Seiten ein. Das haben wir schon. Genau, haben wir schon zigmal so gemacht. Ansonsten gibt es auch schöne zum Kaufen. Gerade so Satin-Bänder. Satin. So, dann haben wir hier noch einen Beleg, wenn das hier aufschlägt, dass das hier sauber aussieht. Das ist der Beleg. Das ist aber auch kein Hexenwerk, den anzunähen. Mhm. Und dann haben wir hier die Kapuze. Das ist auch aus zwei Teilen. Das sind zwei Teile, die habe ich hier schon mal zusammengenäht. Und ja, da kannst du jetzt verschiedene Variationen machen, eine Kappnaht, eine Steppnaht, also wie auch immer. Was muss ich denn als erstes aneinander nähen? Die Schulternähte? Ja gut, das habe ich verstanden. Die Kapuze. Und danach die Kapuze? Ja. Und dann die Bändchen erst? Und dann, das ist jetzt alles in einem Schritt. Wir nähen jetzt den Beleg an, wir nähen die Kapuze an und in dem Zuge nähen wir auch gleich die Bänder mit an. Dass wenn die jetzt, und zwar wenn die so eingelegt. Ich wollte gerade sagen, dass man die. Die muss jetzt mit in einem Zug. Also hier oben legst du die so an und steckst sie am besten auch einmal hier so fest, dass da nichts dazwischen kann. Die offene Seite ist hier, die geschlossene, versäuberte Seite ist hier außen, logischerweise. Andersrum, dann kommen wir nämlich mit der. Wenn wir nähen. Ah ja, nicht über den Nadelkopf. Mhm. Okay, die Kapuze wird die Naht, das müssen wir jetzt noch einmal nähen. Hier die Kapuze einmal versäubern, hier vorne rum, dass die sauber ist. Und dann wird die Kapuze hier angelegt, also angenäht, rundherum. Genau. Und dann haben wir jetzt noch unseren Beleg. Den Beleg legen wir rechts auf rechts. Hier an und dann nähen wir das alles rundherum fest. In einem Schritt. Genau, zeigen wir euch gleich an der Maschine. Gut, jetzt nähen wir erstmal die vordere Kante der Kapuze zweimal um. Das mache ich jetzt mit einem geraden Stich. Hier dieser Joggingstoff, der lässt sich hier ganz schön nähen. Und schlag das eben zweimal ein. Trotzdem gucken, dass ich da nicht von alles mitfasse und nähe das jetzt einmal drumherum. So, jetzt würde ich allen empfehlen, die Kapuze erstmal anzunähen. So, mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Die Naht hinten trifft auf die hintere Mitte. Ich hatte jetzt hier mal so eine Kappnaht vorbereitet, das machen wir jetzt nicht, deswegen habe ich die eine Nahtzugabe so zurückgeschnitten. Ich versäuber das nachher noch einfach schön. So, und dann lege ich die Kapuze rechts auf rechts. Da
ein bisschen verzogen und nähe die einmal auf. Dann ist die nämlich schon mal fixiert. Jetzt habe ich den Beleg schon aufgelegt. Da hatte ich jetzt vorhin gerade das falsche Stück in der Hand. Der schaut natürlich so aus mit der Rundung, dass die an den Hals geht. Hier haben wir ja vorhin das Band schon festgesteckt. Beleg liegt rechts auf rechts. Ich habe jetzt vom Saum runter schon alles hochgenäht. Und fixiere jetzt sozusagen gleichzeitig hier das Band mit. Da ziehe ich jetzt mal die Nadel raus. So, dann stecke ich hier rein. Das Band habe ich einen guten Zentimeter nach unten gelegt. Und jetzt nähe ich das sozusagen der Form nach. Das ist ja selbsterklärend. Und dann lege ich die Kapuze wieder so runter und nähe das über die Kapuze drüber. Dann kann ich das hintere Stück noch einmal umklappen. Und dann ist das hier alles sauber verstürzt. Also das heißt, den Beleg klappe ich dann um, dann kommt hier meine Kapuze. Und hier habe ich einen sauberen Abschluss nach vorne. Das kann ich jetzt hier nochmal absteppen oder umbügeln, dass es hält, je nach Stoff. Und die vordere Mitte auch. Und und damit ist eigentlich der Poncho auch schon fertig. Dann cool. Wünschen wir mal viel Spaß beim Nachnähen. Okay.